Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Dezember 2017 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr euch direkt an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage unter www.antonialangsdorf.com. Und beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Diesmal gibt es bei der Verlosung bei mir etwas ganz Besonderes zu gewinnen, nämlich eins meiner Sternzeichen-Kolliers und mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Ja, meine Lieben, im Dezember lenkt Liebesplanet Venus viele schöne Energien in euer Partnerhaus. Das ist wunderbar zum Flirten, aber auch um mit euren Freundinnen und Freunden loszuziehen. Ihr werdet auf jeden Fall viel Spaß bei allen möglichen Weihnachtsfeiern haben und ihr seid bestimmt zu vielen Festen eingeladen. Allerdings steht Romantiker Neptun weiterhin ein bisschen gefährlich für euch und zeigt an, dass ihr vielleicht mehr als nur eine Person liebt oder auch selbst unbeabsichtigt in eine Dreierkonstellation hineingeratet. Also geht nicht zu sorglos mit euren Flirts um, schaut ruhig genauer hin. Gegen Ende des Monats seht ihr klarer und könnt eine gute Beziehungsentscheidung treffen. Jetzt schauen wir uns eure Konstellationen genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, also mit den langsam laufenden Planeten, die Aspekte zur Zwillinge-Sonne bilden. Und da hätten wir als erstes die Spannung hier zu Neptun, der steht im Quadrat zur Zwillinge-Sonne. Und da habe ich ja schon viel drüber gesprochen. Das ist ein Aspekt, der diese Unklarheit, die jetzt auch nochmal betont ist in diesem Monat, einfach beschreibt, wo man vielleicht nicht so recht weiß, woran man ist, wo man vielleicht selber auch unklare Signale aussendet oder wo man missverstanden wird und was eben auch bei Liebessituationen dazu führen kann, dass die einfach nicht geklärt sind. Und da empfehle ich einfach immer genau hingucken. Mit Neptun verdrängt man auch gerne. Das ist ja der Planet der Romantik und der selbstlosen Liebe und auch der Spiritualität. Da hat man dann wirklich auch schöne Träume und tolle Fantasien. Aber wenn sich dann in der Realität etwas anders abbildet, dann schaut man gerne weg. Und da seid ihr dann eben gefordert, euch das dann trotzdem anzugucken. Und ihr seid auch gefordert, selber klare Signale zu senden. Und weil der Neptun hier für euch im Sonnenhaus der Karriere steht, kann das auch berufliche Situationen betreffen, zum Beispiel, dass ihr einen Chef habt, der durch Unklarheit glänzt. Und das ist ja auch dann auch schwierig, ne? Wenn man nicht so recht weiß, woran man ist, ne? Oder wenn man von oben unklare Entscheidungen bekommt und damit nun irgendwie umgehen soll. Da hilft auch nur eins, Geduld, die Kollegen fragen oder eben doch auch mal mit der Chefetage reden, um Klarheit zu gewinnen. Und diesen Aspekt von Neptun genau auf ihre Sonne bekommen in diesem Monat die Geburtstagskinder vom 2. bis zum 4. Juni. Dann haben wir weiterhin auch einen günstigen Aspekt für euch hier zu dem lustigen Uranus. Der bringt viele Veränderungen und interessante Möglichkeiten. Das ist ein Planet, der eigentlich dem Zwilling sehr liegt. Und der steht für euch auch in einem günstigen Aspekt zur Zwillinge. Sonne steht jetzt in der dritten Dekade und wirkt sehr anregend, bringt vielleicht neue Freundschaften, neue Ideen und ist auch für euer Netzwerk sehr interessant, denn steht im Haus des Netzwerkens. Das heißt, und auch noch, weil es Uranus ist, hat es also auch viel mit dem Internet zu tun. Das heißt, alle Zwillinge-Geborenen, die viel im Internet unterwegs sind, kriegen da interessante Anregungen. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen, habe ich ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass ihr auch da genau hinguckt, ob die Sache dann auch wirklich Hand und Fuß hat. Aber dazu besteht eben in diesem Monat eine gute Chance. Und diesen angenehmen freundschaftlichen Aspekt zu Uranus empfangen in diesem Monat die Geburtstagskinder, die zwischen dem 15. und 18. Juni Geburtstag haben. Ja, genau. Und dann kommt jetzt eine ganz, ganz wichtige Neuigkeit für euch. Noch bis zum 20. Dezember habt ihr immer noch hier den grummeligen Saturn in Opposition zu eurer Sonne stehen und dann ist das ausgestanden. Und auch das ist ja ein Aspekt, an den ihr euch vielleicht schon gewöhnt habt. Bedeutet einfach, dass man in Partnerschaftsfragen und bei Begegnungen einfach öfter mal auf Leute stößt, die sehr ernsthaft sind oder auch grantig, an denen man sich so ein bisschen die Zähne ausbeißt und wo man eben auch dann zeigen muss, dass man es ernst meint. Und für manchen Zwilling hat es eben auch eine Trennung gebracht, ne, der Saturn. Aber manch andere hat sich auch überlegt, jetzt wirklich die Beziehung zu vertiefen und ernsthaft zu machen. Denn bei Saturn gilt,
Er trennt, was nicht mehr zusammengehört, aber er bindet auch das, was zusammengehört. Ne? Müsst ihr jetzt schauen, wie das eben sich für euch dann bis hierhin entwickelt hat. Und diesen Aspekt spüren jetzt im Dezember noch die letzten, das sind die Geburtstagskinder vom 18. bis 21. Juni. Und dann, wie gesagt, wird der Saturn das Zeichen wechseln, der geht dann in den Steinbock und verabschiedet sich damit aus der direkten Opposition zur Zwillinge-Sonne. Und das wird für viele Zwillinge, besonders jetzt die der dritten Dekade, sicher eine spürbare Erleichterung bringen. Wenn ihr eine Partnerschaftskrise hattet und sie mit eurem Partner gemeinsam durchgestanden habt, dann könnt ihr jetzt stolz auf euch sein und das gute Gefühl genießen, dass ihr euch gegenseitig bewiesen habt, dass ihr euch aufeinander verlassen könnt. Saturn geht dann jetzt in euer achtes Sonnenhaus und da geht es dann um Verpflichtungen und Verträge und Verlässlichkeit in Beziehungen. Wie gesagt, ihr habt ja jetzt glücklich fast 3 Jahre Opposition zu Saturn hinter euch gebracht und da bestimmt was draus gelernt, wie wichtig Verlässlichkeit und ernsthafte Beziehungen sind. Und davon könnt ihr jetzt profitieren und gemeinsame Werte in eurer Beziehung bilden. Ja, und ich habe zu diesem super, super wichtigen Transit ein neues Video-Special erstellt, wie der Saturn dann durch alle Zeichen geht und was das bedeutet. Und das heißt, die Kunst zu manifestieren. Und dieser Transit, das könnt ihr euch da anschauen, was er bedeutet und eben auch, was er für alle Sternzeichen bedeutet. Und damit kommen wir zu euren aktuellen Konstellationen und da beginnt der Monat sehr vielversprechend für euch, denn in eurem Partnerhaus herrscht jede Menge kosmische Energie. Da steht die Sonne im Schützen, jetzt in der zweiten Dekade, die Venus ist soeben in den Schützen gegangen, in die erste Dekade und auch euer Herrscherplanet Merkur steht dort in der dritten Dekade. Der wird dann rückläufig vom 3. bis 23. Dezember und das ist dann auch schon ein Hinweis darauf, dass die Konstellationen zwar liebevoll sind und voller Flirtchancen, aber auch einige Verwirrung stiften können. Ihr müsst damit rechnen, dass ihr vielleicht falsch verstanden werdet oder dass ein Flirt, den ihr anfangt, noch andere Eisen im Feuer hat. Wahrscheinlich könnt ihr es nicht immer verhindern, dass es zu Missverständnissen und vielleicht auch zu romantischen Verwicklungen kommt, aber ihr könnt immerhin dafür sorgen, dass ihr selbst klare Signale sendet und auf diese Weise nicht noch zur Verwirrung mit beitragt. Die Flirt- und Affärenenergie wird auch durch Mars zu Beginn des Monats noch angeheizt. Er steht hier in der Waage in einer sehr prickelnden Verbindung, hier mit Unruhestifter Uranus und das Ganze auch noch sehr günstig zur Zwillinge-Sonne, vor allem für die Geborenen der dritten Dekade. Es fällt euch also leicht, mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen oder auch anzubandeln. Aber auch das ist nicht ganz ungefährlich, denn es kann jemand aus eurem Freundeskreis betroffen sein. Uranus steht ja hier im Bereich der Freundschaften. Und auch Netzwerke. Und vielleicht hängen dann da noch andere mit dran, die dann wiederum damit nicht einverstanden sind. Also am besten, ihr überlegt euch in einem ruhigen Moment, wo eure Grenzen sein sollen, damit ihr in prickelnden Situationen einen kühlen Kopf bewahren könnt. Auch wenn ihr selbst frei seid und niemandem Rechenschaft schuldig, kann es jetzt doch sein, dass euer Gegenüber vielleicht gebunden ist oder andere Verpflichtungen hat und ihr dann unbeabsichtigt doch wieder in einen Liebeskuddelmuddel hineingeratet. Es liegt ja jede Menge Liebe in der Luft. Das habe ich ja auch in der kosmischen Schwingung schon gesagt. Und diese Romantikkonstellation ist rund um den Vollmond besonders stark. Der Vollmond ist am Sonntag, den 3. Dezember um 16.46 Uhr. Und da steckt ihr gewissermaßen mittendrin, denn er findet auf eurer Beziehungsachse statt, hier in den Zwillingen, Sonne im Schützen und das Ganze hier wieder quer zu Neptun, also wundert euch nicht, wenn es an dem Wochenende heiß hergeht bei euch und sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Denn die Konstellationen sind sehr verführerisch und ihr auch. Ich will euch auch nicht den Spaß verderben. Ich will nur, dass ihr im Hinterkopf habt, dass manche Situationen noch eine ganz andere Wendung nehmen können. Bis Mitte des Monats sorgen die Sterne jedenfalls für jede Menge romantische Verwirrungen und wir tun gut daran, es mit unseren Beziehungen ruhig angehen zu lassen. Trotzdem habe ich in dieser Zeit einen sehr schönen Top-Tag für euch gefunden, am Donnerstag, den 7. Dezember. Da aktiviert nämlich der Mond hier den Mondknoten und das Ganze steht in einer wunderbaren Verbindung zur Venus und zur Sonne in eurem Partnerhaus. Das ist also eine tolle Chance, jemand Besonderen kennenzulernen. Am 9. Dezember wechselt dann der Mars in Zeichen Skorpion und damit in euer sechstes Sonnenhaus. Es kann also gut sein, dass ihr bis Weihnachten noch sehr viel zu tun habt in eurem Job.
Außerdem kann es eine Phase anzeigen, wo ihr darauf achten müsst, euch nicht anzustecken, weil euer Immunsystem jetzt überreagieren könnte. Die Winterzeit ist ja Erkältungszeit, also passt auf euch auf. Am 10. Dezember bestrahlt dann die Venus aus eurem Partnerhaus heraus die zweite Dekade, also ab dem 10. mit ihrer Liebes- und Flirtenergie. Und am 12. Dezember geht dann die Sonne in eurem Partnerhaus in die dritte Dekade des Zeichens Schütze. Dienstag, der 12. Dezember, ist nochmal ein Top-Tag für euch, denn der Mond in der Waage bringt hier Flirtchancen und ein nettes Miteinander und aktiviert bei euch die Lebensfreude und die Lust am Feiern. Bestimmt bekommt ihr eine Einladung zu einer Weihnachtsfeier. Sehr gut gefällt mir für euch auch der 16., der Samstag, als Top-Tag. Da habt ihr nämlich dann auch wieder den Mond in eurem Partnerhaus, auch wieder aktivierend für Venus und Merkur und für den Mondknoten. Und das kann eben dann für euch wieder ein tolles Kennenlernen bringen oder eben einfach viel Spaß mit netten Leuten, was es auch immer ist. Auf jeden Fall an diesem Samstag geht ihr bestimmt aus und unternehmt was Nettes. Und gleich im Anschluss beginnt dann die Neumondphase am 17. und 18. Und die bringt einen großen Wendepunkt mit sich, nicht nur für den nächsten Monat, sondern möglicherweise mit Konsequenzen für die nächsten 3 Jahre. Der Neumond wird exakt am 18. Dezember um 7.30 Uhr und er findet statt in Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum und ermöglicht es uns dadurch, in Verbindung mit der kosmischen Weisheit zu kommen. Wenn es also etwas Wichtiges in eurem Leben gibt, vor allem eine partnerschaftliche Entscheidung, dann könnt ihr rund um den Neumond um Eingebung bitten oder euch etwas vom Universum wünschen. Und die Chancen stehen gut, dass ihr Hilfe bekommt bei der Lösung eurer Probleme oder auch, wenn es darum geht, euch einen Wunsch für eure Partnerschaft zu erfüllen. Also nehmt euch am Sonntag, den 17., möglichst die Zeit für eine Neumond-Meditation. Und ab dem Neumond aktiviert dann die Venus die dritte Dekade des Zwillingezeichens. Im Anschluss an diese super wichtige Neumondphase kommt dann der Übergang von Saturn ins Zeichen Steinbock am 20. Dezember und er bleibt dann dort bis zum 17. Dezember 2020. Und gleich danach haben wir die Wintersonnenwende, wenn die Sonne ins Zeichen Steinbock geht, am 21. Dezember um 17.27 Uhr. Dass diese Konstellationen so aufeinander folgen, ist ein wichtiger kosmischer Hinweis darauf, dass wir an einem großen Wendepunkt stehen. Und für euch könnte das durchaus mit eurer Beziehungssituation zusammenhängen. Und deswegen ist es halt ganz wichtig, dass ihr bewusst mit euren Liebesbeziehungen umgeht. Ihr könnt jetzt eine Entscheidung treffen, die für eure Zukunft von größter Bedeutung ist. Das kann auch ein guter Zeitpunkt sein, um jemanden einen Heiratsantrag zu machen oder um einen Antrag zu bekommen. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, keine Sorge, mit jedem Tag werdet ihr jetzt klarer sehen. Denn am 23. Dezember wird der Merkur wieder direktläufig. Er läuft dann noch bis zum 11. Januar durch euer Partnerhaus und fördert liebevolle Gespräche über eine gemeinsame Zukunft. Ja, und dann habt ihr noch einen Top-Tag zu Silvester. Das ist der 31. und das ist ein Sonntag. Und da solltet ihr ausgiebig feiern. Der Mond steht in eurem Zeichen und aktiviert die Beziehungsachse und wahrscheinlich seid ihr sowieso zu einer netten Silvesterfeier eingeladen. Das waren eure Sterne im Dezember. Am 15. Dezember geht dann auch das Jahreshoroskop online. Wenn ihr euch eine persönliche Jahresvorschau 2018 bei mir gönnen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr euch bei mir meldet, entweder auf meinem Kundentelefon oder direkt über meine Homepage. Die Infos dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Natürlich gibt es auch für euch wieder die Möglichkeit, mir in meiner Webinarreihe Antonias Sterne Fragen zu eurem Horoskop zu stellen. Der nächste Webinartermin ist am Freitag, den 15. Dezember um 17 Uhr und der erste Termin im neuen Jahr ist dann am Freitag, den 19. Januar, auch wieder um 17 Uhr. Anlässlich des Saturn-Transits durch den Steinbock möchte ich euch auch einen Online-Workshop anbieten mit dem Titel Saturn-Probleme heilen. Darin werde ich euch Tipps geben, wie ihr mit den Herausforderungen Saturns umgehen könnt und ihr könnt mir natürlich auch Fragen dazu stellen. Der Workshop findet statt am Freitag, den 12. Januar 2018 um 17 Uhr.
Alle Videos zum Dezember und auch das Saturn-Special gibt es zum Nachhören auch als Podcast. Und zwar unter dem Titel Das große Liebeshoroskop von Antonia Langsdorff. Ihr findet den Podcast über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder bei iTunes. Den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Bei meiner Verlosung könnt ihr diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers gewinnen. Also natürlich das Sternzeichen, was zur Gewinnerin oder dem Gewinner passt. Und wie immer wünsche ich mir dafür von euch einen schönen, konstruktiven Kommentar mit Anregungen und Feedback. Ich finde, ihr macht das immer ganz toll und ich freue mich riesig zu lesen, wie es euch mit meinen Horoskopen so ergeht. Und der zweite Schritt ist dann, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert. Und dazu müsst ihr einfach hier in den Kreis klicken. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch bitte unbedingt mein neues Video-Special über Saturn im Steinbock an, die Kunst zu manifestieren. Und natürlich auch meine anderen Special-Videos, sofern ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.